Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ-Team und ich heiße jetzt kommen hier in Destiny 2. Ja, es geht weiter. Wir schauen gleich mal hier, letzte Stadt, Elexni Viertel, das ist eine Quest, da schauen wir gleich mal rein. Mal sehen, was uns erwartet. Ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgeguckt. So, ich kann jetzt das da endlich nehmen. Ja, wunderbar. Die werden wir dann auch gleich entsprechend testen, die Waffe. Ne? Mal dazu. Also zum Season Pass, mal dazu. Wir kriegen hier eigentlich ganz gutes Zeug. Gut, hier wieder so ein Shader, der nach aussieht. Okay, es gibt auch Shader, die kann man echt nicht gebrauchen. Hier sind aber zwischenzeitlich doch ganz tolle Sachen dazwischen, die man gebrauchen kann. Ja, okay, hier in den exotischen Kram. Ihr seht ja, was alles drin ist. Zeug, das ich schon längst habe, das ich nicht gebrauchen kann. Mal dazu. Okay, wir kriegen hier irgendwie so ein Sonderzeug. Das finde ich sehr geil. Das ist wirklich genial. Okay, ja, okay. Verbesserungskerne werden uns so oder so jetzt mittlerweile nachgeschmissen, als gäbe es keinen Morgen, aber trotzdem. Ja, guck mal, auf Stufe 30. Da gibt es dann zersplitterte Chiffre. Also, das ist mal ein krasses Maschinengewehr. Richtig geiles MG. Was ist denn? Adrenalin? Granaten, Todesstöße gewähren für eine mittlere Zeitdauer, Bonusschaden und Handhabung. Geilomato. Also hier sind wirklich ganz nice Waffen hinzugekommen in den Loot Pool. Sachen, die, wo ich sag, okay, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, die Schrotze finde ich auch ganz geil. Oh, die hat Libelle am Laufen. Uiuiuiuiuiui. Okay, ein neuer Sparrow. Naja, farblich, nein, danke. Da gehe ich lieber am Stock. Okay, das ist ja normal, das kennt ihr ja alle. Hm, ein paar coole Sachen sind schon noch mit dabei. Die Rüstung, da bin ich sowieso... Oh, das sieht sehr future-mäßig aus, da bin ich mal gespannt. Ey, das sieht geil aus. Ja, könnte ich gebrauchen, sieht nice aus. Okay, gucken wir mal weiter, was haben wir noch so alles Schönes? Oh, der Umhang, den gucken wir uns... der ist nichts. Der sieht ja pervers aus. Nee, der Umhang ist mir nichts, also den können sie behalten. Wow, wie viel Klanzstaub die uns hinterher geschmeißen, ist ja nicht mehr heilig. Okay, aber... Ja... Okay... Bis zu 100 ist dann aber auch nicht so viel spannender Kram dabei, muss ich sagen. Hm, ich habe mir mehr vorgestellt. Ja gut, warten wir es mal ab, vielleicht, ne? Vielleicht wird es noch besser. So, dann haben wir hier saisonale Herausforderungen, wir kennen sowas ja ähnlich schon. Okay, Aufgaben hier, okay, das hat alles mit dem, was jetzt zu tun ist, zu tun, Spleiser, da kriegen wir hier gewisse Sachen geschenkt, inklusive, oh, zweimal extra viele EPs, also wir kriegen hier richtig Erfahrungspunkte hinterhergeschmissen, bis das der Arzt kommt, wir kriegen hier doppelt XP, das ist nice, okay, und das gilt für die erste Woche, also diese ganzen Aufgaben hier, steht jetzt natürlich wieder nicht fest, was ist wichtig, was müssen wir sofort abschließen und was nicht. Hm. Nee, steht leider nicht. Schade. Na gut, was soll's. Also, wir werden jetzt hier, Moment, wir haben ja die neue Waffe. Ach so, da muss ich ja auswechseln. Na gut, dann machen wir mal so. Und so. Ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert. Halte den Abzug gedrückt, um ein Gefrierprojektil abzufeuern. Das wollen wir doch gleich mal sehen, wie das funktioniert. So, jetzt geht es hier in die letzte Stadt, Elexni Viertel rein. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, Leute. Ich habe keinen Plan. Sowas und gar nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass es wirklich geil wird. Hat sich ein bisschen noch etwas entspannt, aber trotzdem sind die Server doch noch sehr stark überlastet. Ich gehe mal in der Hoffnung davon aus, dass sich das in den nächsten paar Tagen dann wieder, sobald die Leute die Neuerungen gesehen haben, ein bisschen, ja, erholt. Okay. Ja. Was musst du tun? Okay. Karte. Oh, okay. Ach so, ich kann jetzt hier nur bei den Viechern vorbeischauen. Was will ich da? Ich dachte, das wäre so ein Sonderauftrag.
Okay. Die macht komische Geräusche. Sorry, aber. Oh, ich denke, das wird sich noch um was Wichtiges handeln. Gehe ich mal davon aus, weil sowas ist nicht unbedingt da. Okay. So, nee, also hier ist nichts. Gut, dann habe ich mich geirrt. Es tut mir leid, Leute. Kann passieren. Mea culpa. Dann müssen wir uns um den Auftrag hier auf. Ja, Synthese. Das muss ich auch noch machen. Synthese. Dann gehen wir mal halt in dieses Spraytech-Ding und machen die Aufgabe. Ich dachte, ich muss noch irgendwo so zusätzlich hin. Ne? Das hätte ja sein können. Ja, gut. Das kann man auch nicht vorauswissen. Mal dazu. Also, solange der hier am Reisen. Also, die Waffe sieht schon irgendwie crazy aus. Alter Verwalter. Was haben wir denn mit der? Also, Cryostasis 77K. Hoffentlich heißt das 77. Das die Kälte da sind als die Kälte. Okay, Polygonlauf. Wir haben hier Partikelrepletierer mit dabei, also Stabilität. Flüssigkeitskühlung. Todesschüsse mit dieser Waffe ermöglichen für kurze Zeit einen Gel. Ja. So, nochmal. Schrecklich. Todesschüsse mit dieser Waffe ermöglichen für kurze Zeit einen geladenen Schuss. Von diesem Schuss getroffene Ziele werden auf Kosten des ganzen Waffenmagazins sofort eingefroren. Ach, sowas Ähnliches haben wir doch schon mal gehabt mit, wie hieß die Waffe? Ich weiß den Namen nicht mehr, aber das hat so ein Fusionsstrahl abgegeben, die Pistole. Okay, variable Abzug. Drücken und loslassen, um Einzelschuss abzufeuern. Halten, um aktivierter Flüssigkeitskühlung einen geladenen Schuss abzufeuern. Also ich bin jetzt mal gespannt, weil jetzt haben wir hier so eine komische Waffe, die wirklich, ja, würde ich jetzt gerne ausprobieren, aber das geht nicht. Dann gehen wir mal Punkt da hinten hin. Schauen wir mal, was wir zu tun haben. Ehrlich. Hauptsache, Schufen gehe ich am Platz an. Ich will jetzt diese Waffe ausprobieren. Aber ihr seht alle hier, wo ein 1 davor steht, also das sind wirklich viele, die haben gerade ihren Season-Pass dann da. Ungeil. Ach, da ist es wieder. So geht das. Das dauert. Okay. Ich denke mir, bei großen Bossgegnern könnte das einen vielleicht sogar für einen gewissen Zeitraum in den Arsch treffen. Jetzt hier bei so kleinen, regulären Gegnern, eher gering für die Natur. Aber bei größeren, ja. Könnte es einfach in den Arsch treffen. Thank you.
Nee, wir wollen hier die Mission bringen. Wir wollen hier hinkommen. Ich bin froh, dass die Fremde für dich und all die anderen hier bleibt, die die Dunkelheit für das Gute einsetzen wollen. Selbst wenn die Vorhut ihre Grundsätze ändert, haben Zavala und Ikora nicht die Erfahrung, die sie hat. Außerdem will ich mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn der Vagabund der Einzige wäre, der uns Ratschläge gibt. Halte nach einem Terminal mit erweiterten Zugangsprotokollen Ausschau. Möglicherweise gibt es eines in den Büros in der Nähe. Aber auch so macht das Ding gar nicht mal so viel Spaß. Also... ja... ich habe jetzt gar nicht auf den Schadenswert geachtet, den wir machen. Mit einem Schuss. Holy moly! Noch für 40.000? Also um die 2.000. Knapp 3.000 Damage. Okay, wir sind richtig. Ich empfange jetzt Daten. Oh, das ist eine unglaubliche Arbeit und bestens kommentiert. So haben sie also die diatomische Aufteilung gelöst und die Makrofusionsmischung ist einfach... Entschuldigung, es ist einfach sehr aufregend, die fertigen Stücke vor mir zu sehen. Hier ist eine Komponente aufgelistet, eine Art Recheneinheit, um die Einfädelalgorithmen zu berechnen. Scheint eigens dafür entworfen zu sein. Finde heraus, ob dein Geist anhand dieser Parameter danach scannen kann. Ich glaube nicht, dass wir ein weiteres Exemplar nachbauen können. Und ohne wird nichts davon funktionieren. Tja. Und wie komme ich da jetzt rein? Ich bin froh, dass diese Ada wieder da ist, aber... oh, ich dachte, hier wäre kein Durchgang. Okay. Ja, das ist es. Komm zurück in die Waffenkammerhalle und wir sehen uns an, wie dieses Puzzle aussieht, wenn es fertig ist. Hm. Das ist der Auftrag, das ist die Aufgabe, Leute, das ist irgendwie ein bisschen out. Das schreit ja nach Schlamperei. Das ist ja viel zu einfach, da kann ich ja auch, ja. Ja gut, schauen wir mal, vielleicht müssen wir noch irgendwelche extra Aufgaben abschließen, ne? Es ist ja bis jetzt immer so gewesen, dass wir immer irgendwas extra machen mussten. Okay, er will mir hier Katalysator geben. Ich glaube, den holen wir uns erstmal ab. Das muss sein. Ja, ihr seht, von diesem Podiumsprämie-Ding, das ist immer noch da. Das wird in den nächsten paar Tagen verschwinden. Gehe ich mal davon aus. Ansonsten muss ich es löschen. Weil Podium ist nicht mehr da und ich kann da halt nichts mehr abgeben. Also, gut, ich habe mich jetzt selber, was Schlussfeuer angeht, um die große Belohnung vielleicht betrogen. Aber das konnte ich im Voraus nicht ahnen und ich hatte halt die Tage auch noch was anderes zu tun. Ne? Mal dazu. Was? Naja. Gucken wir mal. Benji vor uns hat, also. Ja, die neue Pistole ist nicht schlecht. Dieses Einfrieren-Ding finde ich gar nicht mal so übel, aber, das ist jetzt das große Aber, ich denke mir, bei großen Bossgegnern könnte es ein Vorteil sein. Sicher. Okay. Oh je, wieder so Sonderaufgaben abschließen. Wie ist das jetzt hier mit den Waffen? Ah, aktualisiert in 6 Tagen und ja, okay, alle 6 Tage, 7 Tage gibt es hier einen neuen Lootpool dann, okay. Also was derzeit hier vorhanden ist, ist jetzt nicht so mein Ding. Ja. Bis auf die hier hatte ich alles schon tausendfach gezogen. So, tue ich das mal dahin. Das machen wir jetzt nicht. Und wir werden mir gerade aufgefallen ist. Die Erde ist ein guter Ort. Definitiv. So, Ada, Ada ist da hinten, ne? Ja. Nee, falsch. Nicht richtig. Ja. Oh, ich komme hier echt durcheinander, Leute. Ich komme hier echt durcheinander. Oh, da unten ist alles, was Namen hat. Die hocken alle bei Ada rum. Die wollen jetzt ihre Rüstungselemente da machen. Ne? Mal dazu. Ja, ihr seht, an meiner Rüstung hat sich farblich was getan. Aussehenstechnisch auch was.
Ich habe meine alten Ornamente ausgepackt, aber farblich muss ich sagen, gefällt es mir gar nicht. Ich glaube, das werde ich wieder zurückmachen. Ja, da werde ich nochmal was deichseln. Ach du heilige Scheiße, wie viele sind denn hier? Ja, cool. Ja? Oh, sie hat wieder Zuckung. Okay. Bis zum nächsten Mal. Okay. Kuyo. Erstmal Ada. Oder? Unglaublich. Ich vertraute meiner Interpretation ihrer Pläne. Aber zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert, ist umwerfend. Über die Waffenkammer nachzudenken und auch über meine Verantwortung war nahezu unerträglich. Selbst in diesem Körper hier raubte es mir förmlich den Atem. Jetzt fühle ich mich zum ersten Mal seit langem erleichtert und beflügelt. Das Synthetikgewebe, das dieser Prototyp erzeugt, trägt nicht zur Kampfeffizienz bei, doch ich suche nach anderen Anwendungsmöglichkeiten. Vielleicht könnte Ikora damit ihre Verborgenen tarnen. Mit mehr Zugfestigkeit könnte es die Wartungsdauer der Redjacks verkürzen. Ich weiß nicht, was es noch zu entdecken gibt, doch ich brenne darauf, es herauszufinden. Danke, Hüter. Das bedeutet mir unbeschreiblich viel. Also, sollen wir es ausprobieren? Logisch. Bevor ich hier ein... Okay. Oh Mann. Wieder so vieles Neues lernen. Vieles Zeug lernen. Okay. Was gibt's eigentlich noch? Ein bisschen was. Oh. Mikrophasen? Ja, gut. Die schwarze Waffenkammer wartet auf deine Rückkehr. Okay, herstellen, anlegen. Okay. S. Warum sollte ich die Stasis fürchten? Ich habe Kriegsherren wie auch Hüter mit dem Licht kämpfen sehen. Für das Gute wie für das Böse. Ein neues Werkzeug verändert nicht den, der es benutzt. Okay, Leute, einen Moment, ich muss hier mal raus. Komm bald wieder. Die Frau quatscht mir da zu viel ins Mikro damit rein. So, hier ist Dave. So, das hat mir beim letzten Mal gar nicht rausgefunden, uns angeguckt. Weil hier sind ja normalerweise immer hier diese, ne, das ist umgestellt worden, ist mir jetzt erst aufgefallen. Jetzt hätte ich beim letzten Mal schon, aber gut. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Ach du heilige Scheiße, okay. Ich kann mich hier natürlich, oh. Aha. Aha! Und das gilt dann für alle. Oh mein Gott! Ich hätte es mir so einfach machen können, ich Idiot. Tja, Leute, damit lernen wir wieder was. Irgendwie bin ich zu bunt. Ja, gut, das mache ich nachher. Okay, Shader auf die gesamte Rüstung anwenden, ja. Okay. Muss noch mal. Nochmal. Okay. Imperium. Aha. Klick hat's in der Bierung gemacht. Und das kann ich alles freischalten. Oh mein Gott. Jetzt könnte ich mir hier richtig schön Zeug freischalten. Aha. So lernt man draus. Interessant. Kann man vorher gucken? Ja, man kann vorher nachgucken. Oh, das ist nicht so doll. Nicht so doll. Okay. Ja, ich finde das ganz nice, Leute. Muss man schon sagen. Man muss sich halt natürlich ein bisschen entscheiden. Und wenn man halt ein anderes Synthetikgewebe haben will, ne? Wow, ja gut, das brauche ich jetzt nicht. Das habe ich ja schon. Was war das hier? Das kenne ich selber, das habe ich so oder so. Aber finde ich nice. Kann man wirklich ganz gut gebrauchen. Ja, das war jetzt nicht so der Burner. Heiliger, oh mein Gott.
alle Sachen, die wir in den letzten Jahren hier so in dem Spiel gesehen haben und freigeschaltet haben. Ja gut, ich sag mal so, bei den Schuhen ist nicht allzu viel vorhanden. Ne? Panzerrüstung. Das sieht irgendwie nice aus. Das wäre eine Idee von Eisenbanner. Es gab ja viele verschiedene Eisenbanner-Dinger. Das könnte ich mir freischalten hier komplett. Jo. Welchen fand ich am geilsten? Ich finde den am geilsten. Freischalten. So, jetzt habe ich den freigeschaltet. So, ich muss dann nur noch die Farbgebung ändern, weil... Okay, das Goldene sieht schon nice aus, aber das Grün, das stört so ein bisschen. Würde ich sagen. Aber ansonsten... Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Ja, also so verläuft das jetzt hier mit dem Kram. Finde ich ganz nice. Haben sie wirklich schön umgesetzt. Bringt eigentlich auch ordentlich was. Also, ne? So ein bisschen sein Aussehen verändern, bis sie da und da. Ja, ist immer was Gutes. Gut. So viel zu dem Thema. Ja. Weil ich habe ja eigentlich damals hier diese Eisenhut-Tributstiefel eigentlich nur eingesammelt wegen dem Aussehen. Aber jetzt kann ich das ja ohne Probleme freischalten. Und mein Tresor ist etwas nicht mehr so überlastet. Oh, guck mal, wir haben hier ganz viel Zeug freigeschaltet. Eieieiei. Viel freigeschaltet. Oh, neue Prismen. Ich krieg hier Prismen nach und nach zugeschmissen. Eieiei, hier ist ja ganz schön viel jetzt. Das übersteigt schon wieder mein ganzes System. Okay, hier habe ich irgendwas freigeschaltet. Okay, irgendeinen Pfad habe ich freigeschaltet. Meister Saboteur. Achso, ja, das muss ich noch abschließen. Das hat sich ja auch noch. Zieht sich ja auch noch hin. Oh. Alter. Okay. Habe ich alles freigeschaltet. Das werde ich irgendwann mal demnächst lesen. Oh. Alter, was eine Farbe, ey. Wie kann man nur ein Buch so bemalen? Also so ein Buch haben. Ach du Scheiße, Leute. Jetzt bin ich hier total. Ich bin echt total überreizt. Also wenn das mal hier nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. So, jetzt muss ich noch irgendwo anders dahin. Okay. Nochmal zu ihr. Wow. Sieht ja geil aus. Sei gegrüßt. So, was noch was für mich? Jo, und jetzt kann ich endlich hier diese Aufträge machen bei ihr. Zum Beispiel, was ich immer sehr gern mache, Gambit. Okay, kostet entsprechend viel, aber die Belohnung hinterher wird dann groß sein, so wie ich das sehe. Oh, look how great. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ah, extra noch eine Beschreibung dabei, wie ich gerade sehe. So, haben wir hier so einen Sonderauftrag und hier Beutezüge abschließen. Ja, wisst ihr was? Ich gehe eine Runde Gambit machen. Na, wenn schon, denn schon, dann machen wir das jetzt schon so. Ich bin mal dazu. Ja, machen wir es halt mal. Na, wir waren jetzt bei Ada. Haben jetzt das mit dem Synthetikrahmen rausgefunden. Wir gehen jetzt in Gambit rein eine Runde. Und dann, ja, dann machen wir hier mal wieder Schluss. Denn euer lieber DJ hat noch nichts gegessen. Ja, das muss ich mir, oder ich sag mal so, kleiner Tipp von mir an alle, die da draußen von euch da irgendwann mal auf die Idee kommen, selber ein bisschen hier auch Videos zu machen. Bevor ihr das Video macht, esst vorher was. Echt, ey. Kann euch nur empfehlen, also mit Hunger im Magen, ne, ist das ein bisschen schwierig, überhaupt was zu machen. Ist eine doofe Idee. Aber ich dachte halt, ja komm, machst du schnell Video, wird schon easy peasy. Mission hier, Mission da, ne? Ja, wird leider nicht so easy peasy. Ich habe gerade mir die Frage gestellt, ich habe ja Stasis am Laufen. Okay, Stasis wurde für PvP, wurde genervt. Aber wir haben jetzt diese Knache. Und ich denke mir, die wird jetzt bestimmt ein absoluter Hit werden im Gambit. Oder halt im Schmelztiegel. Also, es ist halt, ja, eine leichte Versuchung.
Weil wenn das wirklich so funktioniert, wie wir es jetzt gesehen haben, muss ich persönlich mal so sagen, da ist ja die Massenkill programmiert, weil dann hätten sie ja gar nicht Stasis nerven sollen. Gebracht, weil jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, die aktivieren und also, ja. Womöglich wird die Waffe selbst nochmal genervt, aber sie macht gegenüber reguläre Feinde richtig Damage und so, bei Hütern wird das ein bisschen vielleicht abgeschwächter sein, aber trotzdem. Eingefroren wird der Gegner so oder so werden. Finde ich trotzdem heftig geil. Okay, ihr Rebellen. Wollt ihr sehen, gegen wen ihr heute kämpft? Kabale. Wex auf dem Feld. Oh, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Wie läuft's? Wenn du Wex fangen statt töten würdest, könnten wir die Stromversorgung der Stadt verdoppeln. Ich meine ja nur. Okay, gut festhalten. Sichern und laden, du Ass. Pack die Partikel in die Bank. Was anderes kennen wir ja nicht. Egal. Eine halbe Portion von einem Besessenen macht sich auf zur anderen Seite. Hey, ihr verliert Partikel. Macht die Blocker kalt. Okay. Ich hab halt kein Feeling, dann kein Gefühl in der Waffe. Das Portal steht! Sorge für Chaos! Jetzt probieren wir das Leben nochmal. So fühlen sich die Besessenen. Genieße es! Scheiße! Feinde nähern sich dem Depot! Nee, keine Chance. Also die Waffe fühl sie noch nicht so richtig, Leute. Da muss ich mich reinspielen. Die fühle ich einfach nicht. Ich bin halt zu sehr an den Bogen gewöhnt. Ich bin mehr so der Pfeil- und Bogenmensch. Hochrangiges Ziel identifiziert. Mach es platt! Eindringling im Anmarsch! Jage ihn! Der Eindringling wurde erwischt! Weiter geht die Jagd! Okay, Kolonie. Selten von Kolonie erschossen worden. Also der Granatwerfer, den fühle ich. Der ist ja irgendwie krass. Der gleich nach Aufschlag explodiert, die Granate. Normalerweise stümpeln diese Dinger eigentlich doch immer wieder gegen. Egal. Ja, ihr merkt, ein mittelgroßer Blocker macht sich zur anderen Seite auf.
Bank voll für einen Uhrzeitler. Ein Eindringling ist hier. Passt auf! Das Portal ist bereit. Sichern und laden. Feinde nähern sich dem Depot. Aufpassen! Euch gehen immer mehr Partikel flöten. Erledigt die Blocker. Dein Teammitglied ist der Eindringling. Der Eindringling ist weg. Beim nächsten Mal dann. Mittelgroßer Blocker geht rüber. Euer Eindringling wurde eliminiert. Aber er hat einen Hüter erledigt. Gut. Das Gegnerteam hat einen Uhrzeitler heraufbeschworen. Wenn sie ihn erledigen, gewinnen sie. Das Portal ist bereit. Schnapp dir deine Wumme. Da kommt ein Eindringling. Finde ihn, bevor er dich findet. Feinde nähern sich der Höhle. Noch ist der Käse nicht gegessen. Erledige den Uhrzeitler. Ein Verbündeter macht sich zur anderen Seite auf. Der gegnerische Eindringling wurde erledigt. Jetzt hol mal tief. Du bist in Führung. Erledige den Uhrzeitler und dieses Gambit ist dein. Euer Eindringling ist erwischt worden. Aber einen Kill konnte er landen. Okay, ich mach weniger Damage mit dem Ding. Der Uhrzeitler ist geschwächt. Beschieß ihn mit allem, was du hast. Das gegnerische Team hat dessen Uhrzeitler kalt gemacht. Eindringling auf dem Feld. Vorsicht! Oh! Oh! Kati gekriegt für den Todbringer. Na endlich. Das hat ja auch wieder Ewigkeiten gedauert. Finde ich geil. War jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen, Leute. Es war nicht übel. Aber wir haben halt verloren. Ne? Immerhin. Es ging. Es war jetzt nicht überwältigend, aber es ging. Mal dazu. Aber diese Pistole, die neue, ich fühle sie noch gar nicht. So, es gibt ja Waffen, die fühlt man. Ah, neue Offensive entdeckt, okay. Es gibt... Okay. Holy, ach du Scheiße. Season Splicer, folge Mitrax auf dem Weg des sakralen Splicers und entwirre die Mysterien und endlosen Nacht. Durchdringe das Vex-Netzwerk in der neuen 6-Spiele-Offensive Override, okay. Ich hoffe mal, das ist so ein Suchsystem. Zerbricht das Vex-Netzwerk-Node für Node in einer Quest, die sich über mehrere Wochen entfaltet. Tilgung, okay. Der legendäre Raid, Gläserne Kammer, kehrt zurück, kehrt für alle Hüter zurück. Schalte die Rüstungssynthese, ja gut, das haben wir ja schon geschafft. Okay, neue Stasis-Kräfte und exotische Rüstung, okay. Heilige Scheiße. Oh, wie viel kriege ich denn hier noch nachgeschmissen? Alter. Oh, hier ist schon so viel mir nachgeschmissen worden. Das ist Hammer. Okay, also das hier für diese Waffe. Ne? Ihr seht, also das mit Kämpfer besiegen ist easy. Präzisionstodesschüsse nicht so einfach. Hüter besiegt 50 Hüter mit der Waffe. Ja, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Was habe ich denn hier gekriegt? Letzter Dollar. Ja, lassen wir mal drin. Also, ja, was soll ich sagen? Also, ich fühle sie noch nicht so richtig. Also,
Puh. Nee, irgendwie, sie macht gut Damage, ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie stört mich da was an der. Ne? Naja, ich weiß auch nicht. Drücke was loslassen, um Einzelschüsse abzufeuern. Okay. Ja, haben wir die ganze Zeit getan. Aber irgendwie, ich spüre sie noch nicht so richtig, Leute. Also, es gibt Waffen, die sind wirklich ganz nice. Und dann gibt es schon wieder Waffen, da kommst du irgendwie nicht drauf klar. Und dieses 77k, das tut einen halt wirklich verwirren. Ich denke da so, okay, ich kann damit 77k, also ne, 77.000 Schaden rausholen. Aber das heißt einfach nur so, glaube ich. Also ich denke mir, selbst wenn der Katalysator drauf ist, holt man damit nicht so den entsprechenden Damage raus. Ne? Ja, also ich fühle sie noch nicht so richtig. Ihr könnt natürlich ein bisschen mehr Glück darin haben. Ich bin da noch nicht so... Naja. Ich fühle sie noch nicht. Aber was ich fühle, ist das Ding hier. Das ist ja mal geil. Also die Granate, die direkt bei Aufschlag gleich hochgeht und ihr Damage entfaltet, finde ich nice. Oh, wir haben auch hier einen Schuss Granaten mit Fernzünder. Okay, wir haben hier auch das. Also ich finde es geil. Die finde ich geil. Und ich bin wirklich nicht so der Granatenwerfer-Freak, ne? Aber die macht mir Laune. Die werde ich auf jeden Fall in Zukunft weiterhin nutzen. Ja, mal dazu. Gut, Knut. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Sagen wir mal so. Ich werde jetzt noch ein bisschen an meiner Rüstung hier rumdoktoren. Die Farben, ey, das geht gar nicht. Ich wähle mir jetzt mal eine richtig gute Farbe aus. Da kriegst du ja die Krise. Mal dazu. Aber ist geil, was wir jetzt machen können alles. Also die haben uns wirklich sehr viel geilen Kram entgegengeschmissen. Lootpool von 30 verschiedenen neuen Waffen. Ein paar haben wir jetzt gesehen. Noch nicht alle. Ich bin mal auf die restlichen gespannt. Gerade die Waffen von den Elixni. Da sind ja schon so ein paar Future-mäßige dabei. Also muss ich sagen, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, die eine oder die andere Waffe darunter wird dann meine neue Lieblingswaffe sein. Ne? Also Platz 1 meiner Lieblingswaffen sind Bögen. Das hat ja wohl schon jeder mitgekriegt. Platz 2 kommen dann eigentlich mehr Automatikgewehre. Platz 3 MPs. Und ja, Platz 4. Habe ich überhaupt Platz 4? Nicht so richtig. Aber Platz 1 bis 3 auf jeden Fall. Ne? Die spiele ich halt gerne. Mal dazu. Ja, gut. Jo, dann, wie gesagt, das war's. Wenn es euch... Achso, den Text habe ich ja schon gesagt. Ich bin so ein bisschen durch, Leute. So ein bisschen durch. Wie gesagt, ich habe Hunger. Und wenn ich Hunger habe, kriege ich kaum noch was gebacken. Also, ich werde jetzt was essen gehen. Ne? Euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß hier bei Destiny 2 am Zocken. Wenn ihr zwischenzeitlich mal so Lags habt, ne, mit Internet Co., ihr wisst, wie gesagt, in den ersten paar Tagen ist alles super toll und neu und viele Spieler sind dann erstmal lange Zeit in dem Spiel drinne und die Server schaffen es ja einfach nicht, weil, keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich Ignoranz der Entwickler oder ist es einfach, ja, wie heißt das so schön, Nachfrage und, ne, wer weiß, so richtig, in den Köpfen der Entwickler möchte ich einfach nicht sitzen, ehrlich. Weil mir geht das einfach nicht so in den Schädel rein, dass, wenn ich denn doch weiß, ich schicke ein neues Update raus, dann wird die schiere Anzahl der vielen Spieler dazu führen, dass die Server überlastet sind. Dann würde ich doch eher sagen, kommt, lasst uns noch ein paar mehr Server freischalten für die Möglichkeit, ne, dass auch wirklich alle in den Genuss kommen. Aber ich glaube, das ist so beabsichtigt. Was natürlich auch sehr viele Spieler dann missmutig macht und Co. Also, ja, naja, zu machen. Entwickler halt, ne? Nennt mir einen Entwickler da draußen, einen einzigen, der wirklich so ist und dann sagt, ach komm, wir sorgen dafür, dass wirklich alle was davon haben, ne? Ja, dass keine Probleme entstehen, dass weniger Bugs existieren. ja, na gut. Jo, dann, wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann also. Ciao.